Der kleine Prinz, Kapitel 7. Am fünften Tag enthüllte sich mir ein weiteres Geheimnis aus dem Leben des kleinen Prinzen, wieder dank dem Schaf. Er fragte ganz plötzlich und unvermittelt, als handelte es sich um ein Problem, über das er im Stillen schon lange nachgedacht hatte. Wenn ein Schaf Sträucher frisst, frisst es dann auch Blumen? Ein Schaf frisst alles, was es findet. Sogar Blumen mit Dornen? Ja, sogar Blumen mit Dornen. Wozu dienen dann die Dornen? Ich wusste es nicht. Ich war in dem Moment sehr beschäftigt, da ich versuchte, einen zu fest angezogenen Bolzen aus meinem Motor herauszuschrauben. Ich machte mir große Sorgen, denn meine Panne erschien mir allmählich sehr bedrohlich. Und das zur Neige gehende Trinkwasser ließ mich das Schlimmste befürchten. Wozu dienen die Dornen? Der kleine Prinz akzeptierte niemals, dass eine Frage unbeantwortet blieb, nachdem er sie einmal gestellt hatte. Ich ärgerte mich über den Bolzen und ich antwortete einfach irgendetwas. Die Dornen dienen zu gar nichts. Die Blumen lassen sie aus reiner Bosheit wachsen. Oh! Nachdem er eine Weile geschwiegen hatte, begegnete er recht zornig. Das glaube ich dir nicht. Blumen sind schwach und einfältig. Sie machen sich Mut, so gut sie eben können. Mit den Dornen halten sie sich für gefährlich. Ich antwortete nicht. Wenn dieser Bolzen sich nicht bald bewegt, schlage ich ihn mit dem Hammer heraus. Und du glaubst also, dass die Blumen... Aber nein, ich glaube gar nichts. Ich habe einfach irgendetwas geantwortet. Ich beschäftige mich hier mit ernsten Dingen. Er blickte mich verblüfft an. Mit ernsten Dingen? Er sah, wie ich mich mit einem Hammer in der Hand, die Finger schwarz und Öl verschmiert, über einen Gegenstand beugte, der ihm sehr hässlich erschien. Du redest wie die Erwachsenen. Das war mir ein bisschen peinlich. Du verwechselst alles, du vermischst alles. Er war wirklich sehr verärgert. Er schüttelte sein golden glänzendes Haar im Wind. Ich kenne einen Planeten, auf dem ein knallroter Herr wohnt. Er hat noch nie an einer Blume gerochen. Er hat noch nie einen Stern betrachtet. Er hat noch nie jemanden geliebt. Er hat sich noch nie mit etwas anderem beschäftigt als mit Addition. Und den ganzen Tag lang wiederholt er wie du, ich bin ein ernster Mensch, ich bin ein ernster Mensch. Und dabei schwillt ihm die Brust vor Stolz. Aber er ist kein Mensch, sondern ein Pilz. Ein Pilz. Der kleine Prinz war vor Wut ganz blass geworden. Seit Millionen von Jahren bringen die Blumen Dornen hervor. Seit Millionen von Jahren fressen die Schafe die Blumen trotzdem. Und da soll es nichts Ernstes sein, wenn man versucht zu verstehen, warum sie sich so viel Mühe geben, Dornen hervorzubringen, die niemals zu etwas Nutze sind? Ist der Krieg zwischen den Schafen und den Blumen etwa nicht wichtig? Ist er nicht ernster und wichtiger als die Addition eines dicken roten Herrn? Und wenn ich eine Blume kenne, die einzigartig ist auf dieser Welt, die nirgendwo wächst, außer auf meinem Planeten, und die ein kleines Schaf einfach so, eines Morgens, ohne zu wissen, was es tut, mit einem einzigen Biss vernichten kann, dann soll das etwa nicht wichtig sein? Wenn jemand eine Blume liebt, die es nur ein einziges Mal auf den Millionen und Abermillionen von Sternen gibt, dann muss er nur die Sterne betrachten, um glücklich zu sein. Er sagt sich, dort oben, irgendwo ist meine Blume. Aber wenn das Schaf die Blume frisst, dann ist das für ihn, als würden plötzlich alle Sterne erlöschen. Und das soll nicht wichtig sein? Er konnte nicht weitersprechen. Er brach plötzlich in Tränen aus. Inzwischen war es Nacht geworden. Ich hatte mein Werkzeug fallen lassen. Ich scherte mich nicht mehr um meinen Hammer, meinen Bolzen, den Durst und den Tod. Denn auf meinem Stern einen Planeten. Und zwar auf meinem Deck. Ich wusste nicht recht, was ich sagen sollte. Ich kam mir sehr ungeschickt vor. Ich wusste nicht, wie ich ihn erreichen und wieder zu ihm finden konnte. Das Land der Tränen ist sehr rätselhaft.